fertig. Hey, du kannst unmöglich. Ich glaube, er ist fertig. Entweder wächst unser Junge sehr schnell oder er hat es sehr, sehr eilig, zum Fest zu kommen. Wird wohl ein bisschen von beiden sein. Also los! Kannst du mir noch einen Moment Ruhe gönnen? Ob sie dieses Jahr noch was anderes außer Kuchen anbieten? Du meinst etwas für ein anständiges Liebling? Brandon! Liebling, lass uns verschwinden. Ich halte nicht viel von einem Streit mit deinem mehrfachen Ex-Mann. Mama! Schätzchen, ist es schön, dich zu sehen. Ich gehe gleich zu dem Fest. Gehen du und Onkel Kies auch dahin? Ja, natürlich, aber vielleicht. Brandon, komm mal bitte her. Sophia, setz dich wieder hin. Pass auf, wir gehen in ein paar Minuten. Mama hat gesagt, sie geht auch zu dem Fest. Toll, nicht? Na, wie schön doch. Sie wird sicher nicht die gleichen Sachen machen wie wir. Am liebsten würde ich mit euch allen zusammen zu dem Fest gehen, Mom. Ja, ich auch. Sissi, sieh dir das hier ganz genau an. Siehst du, was du Brandon vorenthältst? Nicht mehr und nicht weniger als die Liebe seiner Mutter. Kane? Falls Sie mich zum Tanzen auffordern wollen, ich habe keine Lust. Ich möchte Sie bitten, Cruz und Eden in Ruhe zu lassen. Oh, warum sollte ich das, hä? Ach, hören Sie auf, mir was vorzumachen. Versprechen Sie mir nur, Ihnen heute Abend nicht zu folgen. Wer hätte das gedacht? Kelly muss auf die große Schwester aufpassen. Dazu ist Eden viel zu vernünftig. Sie machen mir Sorgen, dass Sie etwas unternehmen, das Sie später bereuen werden. Ich bin schon lange so weit, dass ich mein ganzes Leben bereue, meine Liebe. Am besten bringe ich Sie jetzt nach Hause. Hm? Oh, nein, nein, nein. Dann verderbe ich Ihnen vielleicht den Abend mit Ihrem langweiligen Engländer. Sie sagten langweiliger Engländer? Oh, sein Name ist Jeffrey und er ist nicht langweilig. Na, warum wollen Sie sich dann von ihm absetzen? Ich will mich nicht von ihm absetzen. Sie rennen mir schon den ganzen Tag hinterher. Na gut, ich tue Ihnen den Gefallen und tanze mit Ihnen. Kommen Sie. Kane, ich will nicht. Ich fahre Sie jetzt sofort heim. Ich werde Sie einfach irgendwo auf dem Weg zu meinem langweiligen Engländer absetzen. Oh ja, ich mag Frauen, die Humor haben. So sehen Sie auch aus. But I'm still haven't found what I'm looking for. Hallo, warum so eilig? Ist doch noch früh am Abend, nicht? Victoria, es ist doch nur gerecht, dass unsere Kinder die Nummer 1 geworden sind. Ach, mich hat es nicht überrascht, dass wir die hübschesten Kinder in der Stadt haben. Wir müssen jetzt diese hübschen Kinder auf die Bühne bringen, damit sie ihre Preise bekommen. Oh, einverstanden. Ich will das auch gleich fotografieren. Halten Sie es im Moment, aber Vorsicht. Gut, ich halte sie. So, und hier ist Chip. Okay, Chip, komm her. Wie geht denn das hier los? Zeit fürs Fotografieren. Mal sehen. Was ist denn mit Ihren Schuhen? Ich musste mich von Ihnen trennen. Schließlich will ich ja nicht stolpern, während ich so kleine Kinder halte. Wissen Sie, dass Ihre Stimme mir sehr bekannt vorkommt? Woher kenne ich Sie denn nur? Hör zu. Ob du es glaubst oder nicht, der Tag könnte immer noch schön werden, wenn du es nur versuchst. Cruz, ein Versuch ist schon daneben gegangen. Ich gebe dir nicht die Schuld daran. Ich habe mich entschieden, hierher zu kommen und es war falsch. Jetzt habe ich mich entschieden, zurückzufahren und zwar allein. Nein, warte, warte einen Moment. Ich weiß, dass es dir wehgetan hat, mich mit meiner Schwester tanzen zu sehen. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das hat nichts mit Tanzen zu tun, Cruz. Nein, hat es nicht. Es hat damit zu tun, dass du einen Grund suchst, vor mir wegzulaufen. Dem musst du dich stellen. Denkst du, ich will davor weglaufen? Ich verstehe dich nicht, Schatz. Es läuft doch alles viel besser. Ich meine, wir machen doch Fortschritte. Das war eine sehr gute Idee. Wir kamen zusammen hierher und wir amüsierten uns sogar. Wir sollten weitermachen, Eden. Es war genau das Richtige. Nein, es war ein Fehler. Sicher. Jetzt machst du es dir wieder ganz einfach. Aber das lasse ich nicht zu. Tut mir leid. Ich weiß, wie nervös du warst, als ich dich abgeholt habe. Ich war genauso nervös. So, als würde es unser erstes Rendezvous sein. Erkennst du denn nicht, dass das ein wunderbares Gefühl ist? Wir haben die Chance, nochmal anzufangen. Ich finde, das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn du es nur zulässt. Was meinst du? Du hast ja keine Ahnung. Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen habe, hierher zu kommen. Ich gehe irgendwo hin und alle Leute starren mich an. Die Augen voller Mitleid. Und dich, Cruz, bemitleiden sie genauso. Aber sie bewundern dich auch, weil du dein Leben für eine Behinderte aufgibst.
Sie wissen, dass du mit so einer Frau nie glücklich sein wirst. Nein, warte. Ich bin der Meinung, die uns kennen, sind sehr froh, wenn sie uns zusammen sehen. Jedenfalls denke ich das. Möglich, dass sie ein bisschen erstaunt sind, weil niemand mehr mit dir gerechnet hat. Das ist doch alles. Und was den Rest betrifft, ist es mir völlig egal, was sie denken. Ich sag dir was. Was auch immer auf dieser Welt passiert, es ist meine Bestimmung, mein Leben Seite an Seite mit dir zu verbringen. Und genauso wird es auch sein, verdammt nochmal. Du bist doch nie eine besonders gute Mutter gewesen. Und nur du allein bist schuld daran, dass du Brandon verloren hast. Daddy, du sollst so etwas nicht zu Mama sagen. Ist ja schon gut, Schätzchen. Daran bin ich gewöhnt. Sisi, halt Brandon da raus. Herr Anwalt, ich schlage vor, Sie raten ihr, Brandon loszulassen. Sie verstößt gegen das Gerichtsurteil. Ach, wissen Sie, Sisi, wogegen Sie gerade verstoßen, wage ich vor dem Kind gar nicht auszusprechen. Wenn Sie auf dieses blödsinnige Urteil pochen, schlage ich vor, die Polizei zu rufen, um die beiden zu trennen. Ich finde, wir sollten die beiden kurz allein lassen. Wir warten an der Tür. Dann gehen wir zum Strandfest. Mach's kurz. Schade, dass wir nicht alle zusammen aufs Fest gehen können, Mom. Ja, Schatz, das finde ich auch. Nicht weinen, Mom. Du hast doch gesagt, es wird schon wieder. Ich will nur keine Möglichkeit auslassen, Zeit mit dir zu verbringen. Ich finde das doof. Wieso kann ich denn nicht mit dir zusammen sein, wenn ich gerne will? Es hat immer so viel Spaß gemacht, wenn ich bei dir war. Ach, fandest du? Klar, war doch immer ganz toll. Ach, Liebling. Ich werde alles dafür tun, wieder öfter mit dir zusammen zu sein. Ich verspreche es dir. Kies und ich, wir werden uns was überlegen. Du fehlst mir aber, Mama. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch sehr lieb. Was ich noch sagen wollte... Lass jetzt deine klugen Ratschläge. Ich hätte eigentlich gar nicht vor, dir sowas wie Ratschläge zu geben. Ich wollte nur was zu unserem Rechtssystem sagen, dessen Opfer ihr beide geworden seid. Kies, du als Staatsanwalt, kannst du nicht etwas tun? Ich sagte doch schon, ich kann leider gar nichts tun. Das ist doch unglaublich. Ich bin sicher, du willst gar nicht. Du stehst da, hältst Vorträge über Ungerechtigkeiten und denkst gar nicht daran, etwas zu unternehmen. Was verlangst du von mir? Es gibt nichts, was ich unternehmen könnte. Meine Güte, ich... Oh doch, du könntest schon, wenn dir etwas an mir und Brandon liegt. Was immer man gegen Sisi sagen könnte. Eins ganz sicher nicht, dass er irgendeinen Kampf aufgibt, den er gewinnen könnte. Er mag ein Bastard sein, aber er ist gewiss kein Feigling. Aber wir haben es geschafft. Das hier ist nicht mein Zuhause. Doch, fürs Erste schon. Setzen Sie sich hier hin. So, jetzt muss ich aber gehen. Das ist ja alles katastrophal. Was denn, Kane? Diese Bilder und Emotionen. Alles erscheint mir völlig unsinnig. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich kann meine Gefühle einfach nicht ordnen. Können Sie sich vorstellen, was das heißt, Kelly? Was fühlen Sie denn im Moment? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur eins, dass ich näher und näher an etwas herankomme, das mir Angst macht, verstehen Sie? Und alles, woran ich mich erinnere, gibt mir das Gefühl, dass es besser für mich wäre, alles wieder zu vergessen. Ist Eden damit gemeint? Und das, was Sie für sie empfinden? Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, wird mir klar, dass ich sie liebe. Aber es ist keine glückliche Liebe, wirklich. Keine glückliche Liebe. Sie meinen wohl Cruz, nicht wahr? Nein. Es ist etwas anderes. Wie soll ich es erklären? Etwas Beängstigendes. Ich empfinde Liebe für sie, aber dann... Ach, ich kann es Ihnen einfach nicht erklären. Vielleicht bin ich ja eifersüchtig. Vielleicht ist es wegen Cruz. Irgendwas löst ein unheimliches Gefühl in mir aus. Sie sind also eifersüchtig auf Cruz.
Könnte das der Grund für ihr Verhalten sein, als sie hierher gekommen sind? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Überlegen Sie, der Orient Express, wissen Sie noch, wie Sie Eden rausholten? Möglicherweise hatten Sie ja Angst, sie an Cruise zu verlieren. Nein, nein, eine Zeit lang habe ich das vielleicht gedacht, aber... Das macht Sinn, Kane, ja. Nur Sie zwei in den Bergen, ganz allein, Sie sind wiedergekommen und erwartete Cruise. Nein, 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 das ist nicht der einzige Grund. Ich war vielleicht eifersüchtig. Es muss da noch eine andere Lösung geben. Meine Beziehung zu Eden war mehr als eine Romanze. Da war noch was anderes. Was? Es kommt mir irgendwie vor, als ob... Als ob ich sie beschützt habe. Sie beschützt? Ja. Wovor haben Sie sie denn beschützt? Kane, Sie müssen sich doch daran erinnern. Aus welchem Grund musste Ethan von Ihnen beschützt werden? Ich weiß, dass du sehr viel Mut aufgebracht hast, hierher zu kommen. Du hast wirklich Courage gezeigt. Das war doch schon mal ein Schritt nach vorn. Wenn es so wäre, wie du sagst, dann würde ich nicht hier draußen sein, sondern drin. Kein Problem, lass uns wieder reingehen. Ich kann nicht. Bitte, Cruise, versteh doch. Kann ich dich zu mir zum Strandhaus mitnehmen? Du musst mit mir geduldiger sein. Dann kann ich nur hoffen, dass du bald soweit sein wirst. Ich werde nie mehr mit einer anderen Frau schlafen. Nie mehr. Was für mich bedeuten würde, allein zu bleiben, was ich nicht hoffen will. Weil all das Zeug, von dem du gesprochen hast, nichts mit dem Rollstuhl oder Tanzen oder Laufen am Strand zu tun hat. Es sind alles nur Ausreden, mit denen du eine Mauer aufgebaut hast, um mich von dir fernzuhalten. Ich verstehe, warum du denkst, es ist zu meinem Besten, aber das ist es nicht. Und das wissen wir inzwischen beide, Eden. Und die Mauer fängt neuerdings an, wie ich sehe, wegzubröckeln. Die Mauer fällt, das ist ein Grund zum Feiern. Es geht vorbei. Verstehst du nicht, Liebling? Trotz allem, was uns im Wege steht, hast du es letztendlich doch geschafft, zu mir zurückzukommen. Das spricht für eine starke Liebe, eine Liebe, die uns das möglich gemacht hat. Und die es uns für die Zukunft möglich macht, zusammenzuhalten. Wenn das wahr ist, warum spüre ich dann, wenn ich dich ansehe, diesen Schmerz? Das weiß ich nicht. Aber es ist wahr. Die Tragödie ist zu Ende. Du weißt es nur noch nicht. Bitte, komm zurück zum Strandhaus mit mir. Ich mache uns ein Feuer an und wir können über alles reden. Wir machen vielleicht neue Pläne. Nein, besser noch nicht. Das ist alles noch zu früh. Weißt du, auf die Dauer funktioniert es nicht, vor mir wegzurennen. Du kannst nicht immer vor mir weglaufen. Ich habe nicht vor, wegzurennen. Ich bin müde. Und ich hatte noch dazu einen schrecklichen Tag. Ich will da raus. Alles klar. Schön. Du meinst, du möchtest zum Haus deines Vaters. Tu mir bitte einen Gefallen. Wenn du dort ankommst, dann sieh dich einen Moment um. Spüre es. Spüre all den Raum und diese Obhut. Tja, eine ruhige, gemütliche Zukunft hast du dort. Du wirst dich bald schlechter als jemals zuvor fühlen. Wie kannst du wissen, was ich fühle? Täusch dich da nicht, Liebling. Du fühlst Schmerz und Furcht. Aber wenn du dich versteckst hinter den kalten Steinmauern des Hauses deines Vaters, dann werden Schmerz und Furcht niemals vergehen. Ich wollte gerade verschwinden, Pearl. Ich weiß.
Du hast dich nicht amüsiert, stimmt's? Aber hör zu, ich kenne mich mit Festen aus, daher bin ich der richtige Mann, um dich aufzuheitern. Ich wüsste nicht, was mich hier noch aufheitern soll. Sei vorsichtig. Du hast die Tanzfläche noch nicht ausprobiert. Komm, zier dich nicht. Lass uns tanzen. Ich würde dir gern, Paul, aber ich muss gehen. Ich weiß, warum du gehen musst, Elena. Es ist dir unangenehm, weil du allein hier bist. Jetzt sag ich dir was. Ich bin auch allein hier. Siehst du, wir haben das gleiche Problem. Komm, die spielen unser Lied. Komm schon. Na bitte. Moment mal, ganz sicher kenne ich Sie. Ich bin Frackles, der Clown. Ja, aber ich kenne Sie von irgendwoher. Geben Sie mir mein Baby zurück, bitte. Ah, nein! Gut. Ja, hier, ich bin hier. Wo sind Sie? Machen Sie schnell, da ist jemand entführt worden. Er war zu schnell für mich. Er ist weg. Keine Angst. Bitte, was sollen wir machen? Ich habe die Polizei angerufen. Die werden ihn finden. Beruhig dich doch. Jemand hat mich niedergeschlagen und mir mein Kostüm gestohlen. Es war Paul. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Es war Paul. Okay, okay, was ist daraus? Was hier ist schon mal die Autonummer. Es ist ein blauer Viertürer. Hier, das Kennzeichen. Victoria glaubt, dass es Paul Marshall gewesen ist, der den Wagen gefahren hat. In welche Richtung ist er gefahren? Er fuhr in Richtung Cabrillo Road. Das ist alles, was ich weiß. Weiß die Polizei schon Bescheid? Ja, ich hab sie angerufen. Noch mal an und dann sagst du ihnen, dass Kinder im Spiel sind. Ja, ja, geht in Ordnung, Cruz. So, ihr wartet hier. Ja, Moment. Ich gebe ja zu, dass ich mich zu wenig um Dinge wie Gerechtigkeit und dergleichen kümmere. Du kümmerst dich um gar nichts, Kies. Ob Gerechtigkeit oder nicht, das interessiert dich einen Dreck. Und du hältst dich für Mutter Teresa. Ich setze mich dafür ein, woran ich glaube. Es mag ein Zufall sein, aber mir ist aufgefallen, dass das, woran du glaubst und das, was dir Nutzen bringt, immer ein und dasselbe ist. Auf jeden Fall würde ich keinen Abschaum schützen und zusehen, wie Babys gestohlen werden. Ja, bitte auf damit. Ist ja schon gut. Ich habe nicht den Babyklau unterstützt, sondern nur ein bisschen Geld genommen. Und deswegen muss ich noch lange kein Waschlappen sein. Ich sage es dir noch einmal ganz deutlich. Du hast noch nie auf der Seite der Gerechtigkeit gestanden. Wie denn? Ich war ja immer auf deiner Seite. Oh, jetzt versuch nicht, deine niedrige Moral auf mich abzuwälzen. Du warst schon damals, als ich dich kennenlernte, ein mieser Kerl. Das ist nicht ganz falsch, aber die Tiefe der moralischen Verdorbenheit, in die wir zwei gesunken sind, hatte ich damals noch nicht erreicht. Was soll das? Bin ich an allem schuld, hä? Statt dich der Herausforderung zu stellen, sitzt du nur sinnlos da und führst einen Schlagabtausch mit mir. Oh, komm schon. Bitte, hör auf damit. Du bist es doch, die hier einen Schlagabtausch mit mir führt und mich daran hindert, in Ruhe zu essen und darüber nachzudenken, wie wir Brandon von CC wegholen. Du hast gesagt, dass hier eine Ungerechtigkeit vorliegt, oder nicht? Und du hast gesagt, dass es dir nahe geht, wie sehr ich unter der Trennung von Brandon leide. Und trotz dieser Bekenntnisse fällt dir nichts ein, um CC fertig zu machen. Was denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Du redest immer davon, dass du heiraten willst und dich nach Liebe und einer richtigen Beziehung sehnst. Und du lässt mich deswegen immer aus. Was für eine Reaktion erwartest du denn? Ich sehne mich auch nach einer Beziehung. Ich finde nur nicht den richtigen Mann. Oh, junge Frau, jetzt haben Sie mich aber getroffen. Tut mir sehr leid, wenn ich dich gekränkt habe. Aber deine Welt ist von Geld und Macht und nichts anderem bestimmt. Und du weißt das. Du hast eben nicht den Mumm, dich für eine Sache einzusetzen. Hase, das ist doch eine Lüge. Und das weißt du. Du kannst ganz sicher sehr viel Schlechtes von mir behaupten. Das meiste würde sogar stimmen. Aber es stimmt nicht, dass ich keine Herausforderung habe. Ja, aber du machst nur dann mit, wenn du weißt, dass du gewinnst, Hase. Wie damals, als du CC für 1,5 Millionen den Bach hast runtergehen lassen, da hattest du keine Skrupel. Solange du kein Risiko eingehst und es auch nicht schaffst, dich mal für eine gerechte Sache stark zu machen, kann ich dich auch nicht respektieren, Kies. Wenn du dich im Haus deines Vaters hinter diesen kalten Steinmauern versteckst, wird dein Schmerz nie vorübergehen. Alles in Ordnung?
Tja, mir geht es gut. Ich bin nur noch nicht so weit, dass ich ausgehen will. Außerdem bin ich müde. Kane hat sich heute an etwas erinnert, an etwas sehr Wichtiges. Ich bin müde, Kelly. Lass uns... Hör es dir doch wenigstens einmal an. Ihm fiel die Nacht im Orient Express ein, als er dich entführte. Er tat es, um dich zu schützen. Aber er weiß nicht, wovor. Ich glaube, dass er dich vor demjenigen schützen wollte, der versucht hat, dich in den Bergen umzubringen. Hallo. Wo ist Cruz? Warum bist du so früh zurück? Er ist nicht hier. Geht's dir gut, Schatz? Ja, es ist alles in Ordnung. Ich will nur schlafen, weil ich müde bin. Wenn ihr mich jetzt in Ruhe lassen würdet, wäre ich sehr dankbar. Komm, wir gehen raus. Erzähl mir mal, was du alles angestellt hast, ja? Hör zu, tut mir leid, dass ich dir den Abend verdorben habe. Tja, ich hatte wohl ein paar Drinks zu viel und dann habe ich dich mit Cruz gesehen und wurde eifersüchtig. Ich weiß, dass ich dazu kein Recht habe, aber ich will nicht hoffen, dass du meinetwegen so früh gegangen bist. Also ich verstehe nicht, warum jeder hier denkt, dass ich auf alles immer empfindlich reagiere. Meine Gefühle und Probleme gehen kein etwas an. Tut mir leid, ich wollte... Versuchen, mir zu helfen, nicht wahr? Jeder hier versucht es. Nur im Moment kann mir keiner helfen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Du denkst, das ist gut für dich? Meine Liebe, ich werde dir jetzt mal was verraten. Ich habe mich in dich verliebt, als du bei mir in der Berghütte warst. Das mag dir nichts weiter bedeuten, aber mir bedeutet es sehr viel, verdammt nochmal. Kelly wollte dir gerade etwas erzählen, woran ich mich erinnert habe. Ich weiß, dass du heute einen schrecklichen Tag hattest, Eden. Und für mich war es auch nicht gerade sehr leicht. Aber ich erinnere mich an etwas, das mir Angst macht. Erzähl es mir. Ich weiß nicht genau. Vielleicht versuche ich auch nur das, was ich getan habe, zu rechtfertigen. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich dich beschützen musste. Vielleicht ergibt das für dich einen Sinn. Hab ich dir gegenüber vielleicht irgendwann einmal erwähnt, warum ich das getan habe? Nein. Das heißt, bevor du angeschossen wurdest, wolltest du mir irgendetwas erklären, aber du konntest nicht. Bist du ganz sicher, dass es so war? Ja. Du warst sehr schwer zu verstehen. Du warst einfach nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu erklären. Als ich wieder zu mir kam, da warst du gerade im Krankenhaus. Und dann hast du mich mit zu dir nach Hause genommen. Es muss doch irgendetwas passiert sein. Du hättest nie so viel für mich getan, wenn ich versucht hätte, dich zu verletzen. Ich weiß es nicht. Okay? Ich hatte wahrscheinlich Mitleid mit dir und deswegen habe ich dich mit in unser Haus genommen. Im Moment kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Wenn Cruz dich so durcheinander bringt, warum bist du dann nicht bei ihm? Ganz einfach, ich liebe ihn. Wieso gehst du jemandem, den du angeblich liebst, aus dem Weg? Das ist kompliziert. Bist du wirklich der Meinung, dass das der richtige Weg für dich ist? Ich will jetzt einfach nicht mit dir darüber sprechen. Wieso nicht? Denkst du, ich bin nicht in der Lage, es zu begreifen? Weißt du was? Ich glaube, dass du mich hier nur duldest, weil du hoffst, dass ich dir helfe, wieder laufen zu lernen, nicht wahr? Nein, 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 das ist nicht wahr. Lüg mich nicht an, Eden. Du hast mich damals belogen. Du hast gesagt, du liebst mich. Und ich habe es mir mehr als alles andere gewünscht. Und ich dachte, du meinst es ernst. Du hast mich doch nie geliebt. Der einzige Mann, der dir etwas bedeutet, ist Cruz. Ich kann mich zwar nicht genau an alles erinnern, aber diesen Schmerz fühle ich noch. Kane, wir können darüber nicht ständig reden. Denkst du, ich will das? Glaubst du, ich will mich nur mit diesem Gedanken beschäftigen? Ich hasse es! Am liebsten würde ich mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Du musst wissen, wie du gelebt hast. Du musst wissen, was du durchgemacht hast. Das ist wichtig für dich. Ich sagte, ich will mich an überhaupt nichts erinnern, weil ich mich damit quäle, Eden. Ich werde wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, mir platzt der Kopf, verstehst du? Es sind keine besonders schönen Erinnerungen. Sie machen mir Angst. Und weißt du was? Noch mehr Angst habe ich davor, dass mir alles wieder einfällt. Kane. Kane, warte. Wir nehmen an, der Name des Kidnappers ist Paul Marshall. Jawohl, und im Büro des Staatsanwalts sind reichlich Informationen über ihn vorhanden. Paul, was ist passiert? Hier sind gerade zwei Kinder entführt worden. Was, hier? Ja, Mann, Ihr Freund Paul Marshall hat's getan. Er hat die Kinder von Victoria und zum Julia. Zum Ersten, er ist nicht mein Freund. Und zum Zweiten,
Wie konnte er denn die Babys mitnehmen? Er war als Clown verkleidet, Kumpel. Victoria und Julia müssen verzweifelt sein. Schon. Wo sind sie denn? Sie sind mit Cruz auf der Suche nach ihren Kindern. Entschuldigen Sie mich. Keith, ich dachte, du hast Paul gesagt, er soll verschwinden. Er wollte gestern die Stadt verlassen. Ich habe ihm beinahe beim Packen geholfen. Warum muss es Paul sein? Ich bitte dich, wer denn außer ihm? Er kam als Clown hierher. Das passt zu ihm. Er ist genial, was dort stehen von Babys angeht. Gina, bei diesem Geplapper kann niemand nachdenken. Du hättest von Anfang an nachdenken sollen, mein Freund. Dass du für ein paar lumpige Dollar so weit gehst, das hätte ich nicht gedacht. Immerhin habe ich nicht versucht, jemanden umzubringen, oder? Ich habe mich in einer extremen Situation befunden. Ich wusste noch nicht, was ich tat. Ja, schon gut. Ich, du hast ja recht. Kerl hat Julias und Victorias Babys und ich bin dafür verantwortlich. Also muss ich, der Bezirksstaatsanwalt, Stellung beziehen und etwas dagegen unternehmen. Na los, komm. Nur gesehen, wie der Kerl die Babys an sich gerissen hat. Hey, was hast du vor? Ich will mich auf die Suche nach den Kindern machen. Gut, wir fahren gleich los. Komm, ich habe meinen Wagen da drüben geparkt. Was hat das für einen Sinn? Getrennt können wir doch viel mehr ausrichten. Nein, ja. Vielleicht hast du recht. Ja, hoffentlich kriegen wir den Kerl. Wie konnte ich nur so etwas tun? Ich hätte sie nie diesem Clown in die Hände geben dürfen. Ich habe nicht mal seine Stimme erkannt. Cruz, wenn irgendwas passiert, dann weiß ich... Hören Sie auf, sich Vorwürfe zu machen. Sie haben gedacht, der Kerl wäre nicht mehr in der Stadt. Und keiner von uns hätte vermutet, dass was mit dem Clown nicht stimmt. Verdammt, der Timmons, ich hasse ihn. Wir hätten diesen Mann anklagen müssen. Oh Gott, Chip, darf nichts passieren. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, das ist sein Auto. Oh, Cruz, mach schon, das ist der Fall ein bisschen schneller. Ganz vorsichtig sein. Versuch ihn zu überholen. Wenn wir jetzt versuchen, ihn einzuholen, dann wird er sicher aufs Gaspedal treten und wahrscheinlich durchdrehen. Wir müssen verdammt aufpassen. Denk dran, die Babys sind im Auto. Klappe halten. Hör auf rumzuschreien. Ich hab gesagt, ihr sollt damit aufhören. Was macht ihr denn? Habt ihr fast den anderen Wagen? Seht ihr, das habt ihr nun davon. Ihr sollt ruhig sein, ihr Belger, habe ich gesagt. Hätte böse ausgehen können. Na, seht mal da, Kinderchen. Wollt uns da jemand? Nun, das wollen wir doch gleich mal feststellen. Jetzt hat er es mitgekriegt. Oh, bitte. Bitte, er darf uns nicht abhängen. Schatz, was hast du? Wo ist Kane? Ist rausgerannt. Was ist passiert? Wie soll ich sagen? Es ist alles außer Kontrolle. Eden, dieser Mann ist nicht zu kontrollieren. Du kennst Kane doch. Mom, ich habe ihn hierher geholt, obwohl er es gar nicht wollte. Ich will doch nur, dass er sich an die Vergangenheit erinnert. Aber er scheint mit diesen Erinnerungen nicht fertig zu werden. Ich weiß, aber dafür bist du doch nicht verantwortlich, Eden. Doch, Kelly, ich trage die Verantwortung dafür. Ich habe ihn hierher gebracht, damit er mir hilft, laufen zu lernen. Über die Konsequenzen war ich mir nicht im Klaren. Ich war egoistisch und das nicht nur Kane gegenüber, sondern auch Cruz. Ich habe wieder einmal alles falsch gemacht. Also Moment mal, warte, Moment. Es ist noch nichts passiert, was nicht wieder repariert werden kann. Alles klar? Ich werde nachsehen, ob ich ihn finde. In seiner Verfassung sollte er nicht alleine sein. Sie am Strand nach Kelly, da geht er oft spazieren. Natürlich. Und Eden, mach dir bitte keine Sorgen. Denk jetzt auch mal an dich, okay? Danke. Bis dann. Sie hat absolut recht, finde ich. Du sitzt hier und hältst dich für egoistisch. Weißt du eigentlich, was du gemacht hast, seit du nach Hause gekommen bist? Du hast versucht herauszufinden, was für andere Leute gut und richtig ist. Immer treffe ich falsche Entscheidungen. Ich habe gedacht, damit würde ich Cruz einen Gefallen tun. Stattdessen habe ich ihm furchtbar wehgetan und mir selbst habe ich etwas vorgemacht. Du hast versucht, Cruz von dir fernzuhalten. Damit warst du so beschäftigt, dass du beinahe vergessen hast, wie es wirklich für dich wäre, wenn du ohne Cruz leben müsstest. Stimmt's? Ohne ihn könnte ich nicht leben. Ich liebe ihn so sehr. Und er hat recht, dieses Gefühl, was uns beide verbindet, hat es mir möglich gemacht, alles durchzustehen. Schön, das zu hören. Wirklich? Ich bin froh, dass du mir das erzählst, aber du solltest besser mit ihm darüber reden. Ich schlage vor, Liebling, du fährst sofort zu Cruz und sagst es ihm. Du hast recht. Ja, ich brauche ihn.
Soll ich dich fahren? Nein. Ach. Ich fahre alleine. Ich nehme den großen Wagen. In Ordnung. Mom, ich glaube, ich komme heute nicht nach Hause. Ich hoffe, du kommst nicht. Weißt du, zum ersten Mal seit langem kann ich sagen, ich bin glücklich. Ach, warte nur. Ihr seid erst am Anfang. Dir und Cruz, euch steht noch eine sehr, sehr glückliche Zeit bevor. Jetzt, wo ihr es durchgestanden habt. So, tut mir leid, aber ich muss dich hier lassen, Süße. Für Jungs springt mir raus. Wo ist der? Wo ist der Cruz? Rose, Samantha! Und Chip ist er auch da. Samantha. Chip ist nicht hier. Sehen Sie mal, ob sie in Ordnung ist. Oh, Cruz, er hat Chip mitgenommen. Keine Angst, zu Fuß kann er mit einem Baby nicht weit kommen. Nehmt den Sprechfunk und sagt durch, wo wir sind. Ich komme mit. Nein, du bleibst hier. Ruf du die Polizei, sie sollen Hilfe schicken. Alles klar? Ist gut, ist ja gut. Geh. Alles in Ordnung. So was wird nie wieder vorkommen, hörst du? Gott sei Dank. Was? Nicht zu fassen, Cruz Castillo. Hey, Mann. Ja, wer wird denn auf ein wehrloses Kind zielen, hä? Lassen Sie sich fallen. Ich hab gesagt, fallen lassen sofort. Ich bin so froh, dass sie endlich Verstand angenommen hat, was Cruz betrifft. Na, und ich erst einmal, Liebling? Dann haben wir die Familie also wieder im Griff und diesen verrückten Kane schmeißen wir jetzt raus, okay? Das halte ich für keine gute Idee. Ich halte es für eine gute. Wir sind kein Obdachlosenheim. Ja, siehst du denn nicht, in welchem Zustand er sich befindet? Verzeihung, er hat Eden eine Waffe an die Schläfe gehalten. Wir beherbergen hier einen verrückten und möglicherweise sehr gefährlichen Kerl. Hast du je erlebt, dass er sich verrückt oder gefährlich verhalten hat? Darauf kann ich gern verzichten. Reicht nicht der Gedanke, dass er sie mit einer Waffe bedroht hat. Ich möchte ihn hier raus haben. Du und dein Misstrauen, Sissi. Du meinst, jeder, der nicht direkt zur Familie gehört, stellt eine Bedrohung dar. Das siehst du leider falsch, absolut falsch. Warum, meinst du, habe ich den Kerl hier wohnen lassen? Und was hast du dir vorhin wieder geleistet? Was habe ich mir denn vorhin... Mit Gina! Moment mal, meinst du, sie verdient nicht, was sie bekommt, nach all dem, was sie hier angerichtet hat? Nein, sie ist kein sehr guter Mensch, aber Tatsache ist doch, dass wir Brandon lieben und Brandon liebt Gina. Und daran hättest du heute denken sollen, bevor du sie in seiner Gegenwart belehrt hast. Laut Beschluss hat sie keine Rechte an dem Weil Jungen. Dein Freund Richter Braddock den Beschluss gefasst hat. Was soll das alles? Was willst du überhaupt von mir? Ich sag dir, was ich von dir will. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Du, mein Lieber, hast Mason von seiner Mutter Pamela ferngehalten. Und wie du über sie gedacht hast, daraus hast du auch kein Geheimnis gemacht. Sieh dir doch dein Verhältnis zu Mason an. Willst du vielleicht auch so eine Beziehung zu Brandon haben? Ja, hier ist Sissi Käfer. Gekidnappt? Wann? Du bist wirklich ein Verdammter! Wieso ist es doch niemand hier? Alle anderen sind offensichtlich auf der Suche nach Paul. Und den vermissten Babys. Und was machst du? Du brichst in ein verlassenes Büro ein. Weil niemand außer mir den Zusammenhang zwischen Paul und diesem verlassenen Büro kennt. Und der wäre?
Ich habe so eine Ahnung, dass er hier aufkreuzt. Dass er hier aufkreuzt mit den Babys, alles klar? Deshalb breche ich in dieses Büro ein. Gut, das habe ich verstanden. Aber wenn er hier aufkreuzt, was machst du dann? Was hast du mit ihm vor? Haust du so eine Kiste über den Schädel? Nein, sicher nicht. Du wirst ihm das Angebot machen, das Geld für die beiden Babys mit dir zu teilen. Ich will versuchen, ihm diese Entführung wieder auszureden, verstehst du? Das halte ich für noch größeren Blödsinn. Willst du diesen Psychopathen, diesen Eunuchen etwa mit vernünftigen Argumenten kommen? Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Der Mann ist nicht hier und wenn er hier ist, dann kümmere ich mich um ihn. Das wird ja sehr interessant. Sieh mal an. Der Einbruch war wohl doch keine dumme Idee, hä? Das hier beweist, dass er herkommen muss. Kies und Zeug haben die wahrscheinlich immer hier. Erinnere dich doch bitte daran, als ich mit einem der Kinder wegfliegen sollte. Das ist doch ganz normales Babyzeug. Sicher, und das hier ist ein Flugticket nach Mexico City. Zwischen ganz normalem Babyzeug. Glaubst du jetzt, dass er hierher kommen wird? Lass uns verschwinden. Ich muss sofort zu ihm fahren. Er wird sicher meine Hilfe brauchen. Hören Sie zu, Castillo. Wenn Sie die Waffe nicht fallen lassen, schieße ich zuerst. Sie schießen so oder so. Warum sollte ich darauf eingehen? Weil Sie nicht wollen, dass Torys Baby etwas passiert. Passen Sie auf. Nur weil Sie was gegen Tori haben, heißt das nicht, dass Sie dem Baby was tun. Waffe runter. Wir können darüber reden, Paul. Sie Dreckskerl. Sie gehen mir auf die Nerven, Castillo. Kidnapping, Mord. Was macht das noch für einen Unterschied, Mann? Ich werde dieses Kind töten, wenn Sie mich dazu zwingen. Ich werde es töten, ohne auch nur zweimal darüber nachzudenken. Schon gut, schon gut. Ich leg die Pistole hin, nur tun Sie dem Jungen nichts. Ich leg sie hier auf den Boden, ja? So ist es gut. So, und jetzt die Waffe hierher. Schön langsam, Mann. Okay. Alles klar. Los, umdrehen. Rechts aber, ich drück sonst ab, Mann! Schon gut, ich dreh mich um. Ich warne Sie, tun Sie dem Kind nichts. Wir haben mich beschissen. Der Kerl hat mich doch glatt weg übers Ohr gehauen. Diese Flasche, die war nie im Leben voll. Ja. So wunderschön. Na kommen Sie, stehen Sie auf. Ja, schön. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer Sie sind. Ja. Wer sind Sie? Wer sind Sie denn? Eine schöne Fremde. Eine Fremde. Eine Fremde, die Sie nach Hause bringt. Wo ist er? Cruz ist seit 15 Minuten weg. Er hätte Chip schon längst finden müssen. Er muss ihn doch erst suchen. Er wird Ihnen den Jungen schon wieder zurückreden. Sie haben ja Ihr Baby. Ich werde meins vielleicht nie wiedersehen. Gehen Sie nicht gleich vom Schlimmsten aus, Victoria. Wovon soll ich denn ausgehen, Julia? Glauben Sie einfach daran, dass er Chip zurückbringt. Wenn Sie wüssten. Cruz, ich flehe dich an, hilf mir. Suchen Sie vielleicht danach? Her damit und hauen Sie wieder ab, Mann! Das könnte Ihnen so passen, mein Freund. Und Sie fliegen auch sind nicht. Sind Sie wahnsinnig? Nein, Sie sind wahnsinnig. Ich habe Sie mehrmals um etwas gebeten. Ich habe Sie gebeten, die Stadt zu verlassen. Ich habe Sie auch gebeten, keine Babys mehr zu stehlen. Und jetzt reicht es mir. Es ist aus, Ihr Spiel. Wann es aus ist, das bestimme ich. Ich bestimme. Wenn ich hochgehe, Freundchen, dann gehen Sie mit hoch. Alle beide. Das ist mir egal. Kies, da ist was dran. Das interessiert mich nicht. Weißt du was? Ich mache jetzt genau das, wozu ich deiner Meinung nach nicht fähig sein soll. Von mir aus kann dieser Scheißkerl ruhig zur Polizei gehen. Soll er doch auspacken.
Auf keinen Fall wird er diesen Raum mit einem Baby verlassen. Was ist los? Haben Sie den Verstand verloren? Es tut Ihnen doch nicht weh, oder? Sie brauchen doch nur die Augen zuzumachen. Vergessen Sie die Sache. Ich hab's satt, Paul Marshall. Wir beide gehen zur Polizei und Sie geben das Baby zurück. Ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass es dir dermaßen nahe gehen würde. Ich find's wunderbar, dass du Courage zeigst. Nur da ist ein kleines Problem. Welches? Leider könnte ich mit hineingezogen werden. Ach so, das beschäftigt dich. Und was ist mit der Moral der Geschichte? Oh, deine Moral weiß ich schon zu schätzen. Nur ist sie mir nicht 20 Jahre meines Lebens mit lesbischen Zellengenossinnen wert. Verzeihung, da ist noch eine kleine Sache, die Sie beide zu übersehen scheinen. Kies, wir sollten ihm zuhören. Also, ich lasse jetzt allein. Los, gehen Sie mir aus dem Weg. Ich will nicht das Flugzeug verpassen. Aus dem Weg, Kies. Sie gehen nicht. Wenn du stirbst, will ich auch nicht leben.